Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zum nächsten Video zu unserer RTG in FIFA 22, Freunde. Ja, wir haben Rewards und zwar haben wir die Weekend League mit Rang 3 abgeschlossen. War eigentlich viel mehr drin, ich habe aber den Leuten gegönnt. 8 Siege wollte ich erstmal als erstes haben. Ja, man hätte auch auf Rang 2 schwitzen können, aber Verbindung war jetzt nicht so nice. Natürlich möchte ich jetzt nicht die Schuld an die Verbindung geben, aber ich war froh, als ich die 8 Siege hatte. Und ja, dieses Wochenende werde ich auf jeden Fall versuchen, auf Rang 2 zu schwitzen, aber zuerst müssen wir ja die Quali schaffen und dann schauen wir weiter, Freunde. Auf jeden Fall, Freunde, hier haben wir unsere Sets, die wir kriegen. 2 Player Picks aus 4. Und ein Jumbo seltenes Spieler-Pack plus Premium Team of the Week Pack. Das ist das allererste Mal, dass ich ein Premium Team of the Week Pack habe. Ansonsten hatte man das ja im letzten FIFA-Teilnehmer ab Elite 3. Aber jetzt haben wir komischerweise auch die normalen Spieler. Beziehungsweise die normalen Goldspieler oder Casual Gamer, sagen wir mal besser. Jetzt auch mal diese Packs. Finde ich sehr nice. Bin mal gespannt, was da drin ist. Und den Rest 1500 Punkte und 35.000 Münzen. Ja, kennt man ja, ne? Auf jeden Fall gehen wir mal zu den Packs, zu den Player Picks zuerst und dann gehen wir zu den Packs rüber. Ja, Freunde, hier sind unsere beiden Player Picks. Wir können das Team hier ziehen, diese Spieler hier ziehen. Ein Mané würde ich schon schmecken. Und Theo Hernandez würde ich auch mitnehmen. Dann hätten wir 60k gespart. Oder vielleicht ist er jetzt sogar ein bisschen gestiegen, weil jetzt heute Montag ist und die Spieler alle wieder gestiegen sind, ein Stückchen. Oder je nachdem auch ein bisschen mehr. Und ja, der Rest habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir können mal gerade gucken. Dann Müller ist dabei. Rafinha wäre nicht schlecht. Okay, werde ich jetzt nicht so gern spielen. Ansonsten, ja, Mané oder Theo Hernandez würde auf jeden Fall sich lohnen. Guardiol wäre auch nice. Also die drei, eins von den drei wäre ich 100% zufrieden. Aber wir schauen jetzt mal und gehen mal ins erste Set rein. Und wer es gibt, soll abhauen von dem Kanal. Nein, Spaß. Los geht's. Erstes Pack, erstes Set. Oh, hier Jesus Navas. Taylor Navas. Lost. Auf jeden Fall nice, Freunde. Das ist auf jeden Fall nice. Aber wir können den. Können wir den einbauen? Wir können den einbauen. Wir können den einbauen, Freunde. Wir können den einbauen, weil die nächste Team of the Week Prediction, die ich auch aufgenommen habe übrigens, könnte ein Denier drin sein und ich möchte mein Team umbauen auf Team Pömpel und der wäre. Er würde wie Arsch auf einmal in unser Team passen. Und ich bin gespannt, Freunde. Wir nehmen Taylor Navas. Ich habe Jesus Navas gesagt, Alter. Voll lost. Ja, Freunde. Jesus Navas habe ich voll vergessen. Der würde ja jetzt auch passen, wenn ein Denier kommt. Weil wenn er eine Info bekommt, dann ciao. Ciao aus die Maus. So, Freunde. Jetzt ist Pick. Ansonsten heißt es ab Donnerstag wieder. War nicht schwitzen, Alter, ey. Das wird wieder so ein Krieg an 5 Fronten, Alter, ey. Ohne Spaß. Also, ich habe mega gute Leitung mittlerweile seit Anfang des Jahres, aber gefühlt ist die Verbindung nicht zu schlimm, aber die ist schon. Ich will halt nicht immer meckern wegen der Verbindung, aber wenn man halt spielt und fokussiert bleiben möchte, dann passieren halt immer wieder so kleine Fehler und dann das fast wieder zum Überkochen, so, wisst ihr, was ich meine? Aber jetzt genug gelabert, jetzt letztes Pick, gönn uns bitte Mané, Hernandez oder Guardiol. Eins von den drei, komm. Aha. Oh ja, Sabal. Schade, aber trotzdem, ich bin zufrieden. Wir haben Keylor Navas, Freunde. El Yunusi, ja. Nee, der ist ja. Der ist in England, der spielt in England, sehe ich gerade. Ich dachte, der wird noch bei Celtic Glasgow spielen. Voll vergessen. Dann nehmen wir euer Sabal, Freunde, ne? Euer Sabal mit. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Packs rüber.
Zuerst Jumbo seltene Spielerset und dann Premium Team of the Week Pack. So Freunde, da sind wir. Einmal das Premium Team of the Week Pack und Jumbo seltene Spieler Pack. Die anderen Packs sind seltene Elektrum Packs, also das sind keine besonderen Packs. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf diese Packs hier. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Jumbo seltene Spieler Pack an und auf geht's, Freunde. Gehen wir rein. Ich bin aufgeregt, Alter. Komm schon. Was haben wir? Chesney. Walkout, aber. Ja. Das ist nicht normalerweise ist es schon ein Invest oder ist es nicht die Inform-Karte? Ich glaube, die Inform-Karte oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wäre ein Invest wert jetzt, glaube ich. Oh, wir haben Thiago Silva. Wir haben nochmal Eder Militao Bale. Nice Pack auf jeden Fall. Ja, Freunde. Und jetzt das allererste Mal Premium Team of the Week Pack. Ich bin gespannt. Ist da unser Hernandez drin oder Mané? Guardiol. Ja, Freunde. Komm. Schon. Aber da könnte noch was dahinter sein. Hat er nicht bei Fenerbahce gespielt? Müsste bei Fenerbahce gespielt haben, ne? Okay. Was ist dahinter? Schade. Egal, Freunde. Egal. Wir haben noch viel, viel mehr weitere Weekend Leagues vor uns. Und ja, Freunde, das war's. Ich danke euch fürs Zusehen, weil es ein bisschen geguckt habt. Das allererste Mal Team of the Week Pack ist eine Erfahrung wert, auf jeden Fall. Ja. Ich bin aber dennoch zufrieden mit meinen Packs. Wir haben Deutschland Jumbo seltene Spieler Pack einiges gezogen. Damit machen wir jetzt unsere Fake SBC. Die habe ich voll bekommen. Grüße gehen raus natürlich. Und ja, auf jeden Fall. Was ist das, meine Freunde? Ich würde mich gerne freuen, wenn ihr Video einen Daumen nach oben gibt. Denn ich möchte aktuell neben den FC-Videos jetzt auch FIFA-Videos bringen. Sei es Highlights, sei es Rewards, sei es was auch immer. Und ja, ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr diesen Weg mitgehen würdet bis Ende nächsten Jahres. Natürlich ist keiner gezwungen. Ich wollte nur euch dazu zu bringen, wie ihr meine Entwicklung Ende nächsten Jahres halt bewertet. Ob ich schlechter geworden bin oder besser geworden bin, könnt ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall will ich dieses Jahr auf jeden Fall alles geben. Und wie ihr auch in den vorherigen Videos mitbekommen habt, ich möchte auch im Trade ein bisschen was reinhasseln, denn dieses Jahr möchte ich unbedingt die 5 Millionen Transfererlös knacken. Wie gesagt, kleine Ziele erstmal und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall, Freunde, das war's von mir. Danke nochmal für jeden, der das sich angeguckt hat. Da würde ich sagen, macht's gut, euer Khaled ist draußen und ciao.